Die Brunnen einer Noria leeren sich. Ah ja,
So wird sich euer Stadtsäckel wieder füllen. Spiel gesichert. Die Bevölkerung kann ihr Bedürfnis nach Glauben nicht stillen. Ihre Wasservorräte werden knapp. Nutzt diese Baupläne, um in südlichen Gefilden sesshaft zu werden. Ein Brand zerstört ihre Siedlung. Einem neutralen Gebäude stehen die benötigten Waren nicht mehr zur Verfügung. Korsaren greifen eines ihrer Schiffe an. Spiel gesichert.
Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Eine Produktion kommt zum Erliegen. In ihrer Siedlung fehlt es an Glauben. Ihr seid auserkoren, die Interessen des Kaiserreichs zu vertreten. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Das gefällt mir. Sie sind auf einen Mitspieler gestoßen. Hallo, mein Name ist Helena. Ich schätze, wir sind Nachbarn.
In ihrer Siedlung fehlt es an Glauben. Eines ihrer Schiffe wird von Korsaren überfallen. Kommt zum Ende. Eine Noria fördert kein Wasser mehr. Als Äbtissin handle ich, wie es für den Konvent am besten ist. Zwei ihrer Mitspieler schließen ein Handelsabkommen. Sei willkommen. Ich denke nicht, dass wir das tun sollten. Ganz meine Meinung. Der Adelstitel allein macht einen noch nicht zum besseren Menschen. Sie müssen tiefere Brunnen graben. Es ist gut zu hören, dass ihr die Heilige Schrift genauso sorgfältig studiert wie ich. Das mit den Schmeicheleien solltet ihr noch einmal üben. Meine Flotte ist völlig unbedeutend, verglichen mit der des ehrenwerten Sultans. Ein gutes Geschäft. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her.
unserer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Einem neutralen Gebäude stehen die benötigten Waren nicht mehr zur Verfügung. Es ist schon fast ein Fluch, so perfekt zu sein.
Produktion kommt zum Erliegen. Eine Produktion kommt zum Erliegen.